Gott, ich will mein Fun-Lovers endlich machen, ich weiß. Ich habe euch das ja im Style & Talk erklärt, deswegen wollte ich das Video unbedingt zuerst online stellen. Deswegen fange ich noch gleich mal an. Und also beziehungsweise ich bin noch nicht wirklich viel am Reden gewesen, sorry dafür. Aber egal, ich fange auch gleich mal an, weil das Video wird nicht so lang werden, weil... Naja, es ist ein bisschen doch was zu zeigen. Also, Serien. Habe ich im Jänner sehr, sehr gern Riverdale geschaut. Ich wollte eigentlich auf meinen Freund warten, damit wir gemeinsam weiterschauen können. Aber ich will endlich wissen, wie es weitergeht. Vielleicht schaue ich alleine weiter wieder. Was ich noch geschaut habe, war Fuller House, weil da eine neue Staffel online gegangen ist. Und ich liebe die Serie. Also Fuller House ist gehört zu einem meiner Lieblingsserien. Dann habe ich noch geschaut... Jane the Virgin. Das habe ich mir damals mal angeschaut und habe damit nur die erste Staffel, wo die das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Baby entführen. Ich will jetzt nicht spoilern. Ab da habe ich es gesehen und dann habe ich aufgehört zum Schauen, weil ich einfach vergessen habe drauf. Deswegen habe ich wieder angefangen damit und ich muss sagen, ab jetzt, ich bin glaube ich jetzt, bei welcher Staffel bin ich, ich weiß gar nicht. Ich muss mal schauen, wo ich aufgehört habe zu schauen. Aber ich bin so genervt von den ganzen, das... Könnt ihr euch nicht vorstellen, es nervt mich schon wieder. Also es ist wieder so eine Serie, wo mich das anfängt zu nerven, was bei vielen Serien der Fall ist. Dann habe ich mir eine Zeit lang wieder Pretty Little Liars angeschaut, weil ich gesehen habe, dass die neuen Folgen online gestellt haben. Deswegen habe ich mir die nochmal angeschaut. Ich war sehr gestört. Das ging bis Februar. Da habe ich mir dann auch Law & Order angeschaut, was auf 13th Street spielt. Ich liebe diese Serie. Ich kann das süchteln bis zum Umfallen. Da kommt doch was Neues, das darf ich ja nicht verpassen. Und was ich noch gern geschaut habe, es gibt jetzt aktuell neu eine neue Serie, die heißt MacGyver. Leider verpasse ich die immer wieder. Aber ich habe ein paar Folgen gesehen jetzt und ich finde das echt, echt gut. Also mir gefällt es sehr gut. Meine Mama mag es nicht, ich mag es schon. Aber das liegt wahrscheinlich an dem MacGyver. Könnte gut möglich sein, dass es daran liegt. Ja, ich mag die Serie sehr gerne. Ich finde den Humor auch ziemlich lustig davon, aber ja. Jeder das Seine, würde ich mal sagen. Filme habe ich mit meiner Mom, weil meine Mom hat das Glück, dass sie den Disney Cinemagic haben, die drüben, weil sie haben Sky. Ich habe das leider nicht. Und da haben wir sich Dornröschen angeschaut. Also ich, mein Bruder... Nein, warte nochmal, von vorne, der Esel nennt sich zuerst. Meine Mom, mein Bruder und ich haben sich Dornröschen zusammen angeschaut und das war wirklich lustig. Das war urlustig. Und danach hat dann gleich gespielt Plötzlich Prinzessin, das haben wir sich dann auch noch gemeinsam angeschaut. Und noch danach hat Mickys Abenteuer gespielt. Das war lustig, weil mein Bruder fand das witzig, weil er hat das Spiel davon gespielt. Von Mickey Mouse. Und da kam urviel vor, was im Spiel auch vorkam, in dem Mickys Abenteuer. Das war urlustig. Und dann haben wir noch Schneewittchen geguckt. Ich glaube aber, das war nicht am selben Tag. Nö, ich glaube nicht. Ich hoffe es mal. Schneewittchen haben wir sich auch angeschaut. Das habe ich auch, glaube ich, auf Snapchat und so postet. Und Untreu haben wir sich auch angeschaut. Aber ich weiß, ich kann mich an den Film gar nicht mehr erinnern. Und im Februar... Ich bin kein Horrorfilm-Fan, wirklich nicht. Aber mein Vater hat sich den S ausgeborgt. Und ich habe mir gedacht, okay, guckst du... ein bisschen mit. Und dann konnte ich nicht mehr aufhören mitzuschauen. Und ich bin eigentlich kein Horrorfilm-Fan. Und ich fand den S für meine Verhältnisse schon ein bisschen zu viel. Der hat mich sehr ruiniert, der Film. Na, war ein Spaß. Meine Mom meint, dass der... Ich habe es nämlich vertauscht. Meine Mom sagt, dass der erste, also der Vorgänger viel besser ist als die erneute Version. Weil die neue Version ein bisschen brutaler ist. So hat das, glaube ich, meine Mom gesagt. Kann ich nicht beurteilen, ich habe den Vorgänger noch nie gesehen, aber den jetzigen finde ich echt heftig. Ich weiß ja nicht, kennt ihr den Film schon? Wie findet ihr den? Ihr könnt es mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr den Film findet und ob ihr ein Horrorfilm-Fan seid. Ich bin keiner, manche schaue ich schon, aber das braucht bei mir, glaube ich, noch eine Weile, weil ich das nicht so verkraft wie andere. Kommen wir zu Spiele. Ich habe mit meinem Bruder im Jänner sehr, sehr oft Soul Calibur gezockt. Das ist so ein Kampfspiel mit Schwertern. Muss ich ihn mal wieder fragen, ob wir das wieder spielen. Und Mario Party 7 haben wir gezockt gemeinsam. Ja, und im Februar haben wir dann auch weiter Soul Calibur gespielt. Da war ich ursüchtig und er genauso. Ja, sollten wir mal wieder spielen. Ich habe häufig verloren, leider. Ich glaube, das habe ich auch auf Instagram und so postet. Ja, leider habe ich sehr, sehr oft verloren bei dem Spiel, aber mein Bruder, den kann man schwer schlagen, der schafft alles. Im Jänner und Februar war ja Musik und YouTube und Bücher sehr, sehr lahmarschig, leider. Sehr, sehr lahmarschig, ich komme in letzter Zeit nicht so zum Lesen und so.
Das finde ich echt schade. Früher bin ich schon zum Lesen gekommen. Dann kommen wir schon zu Beauty. Ich zeige euch zuerst die Make-up-Produkte, weil Pflege habe ich nur eines. Zu meinen Favoriten von Jänner und Februar gehört auf jeden Fall das Miss Lean Augenbrauen-Gel. Das ist doch schon sehr, sehr weit aufgebraucht. Das mag ich wirklich sehr, sehr gern. Wenn ich es eine Weile antrocknen lasse, während ich dabei meine Mascara mache, was ihr ja in dem Style & Talk gesehen habt, trocknet das so eine Weile an. Und dann kann man die formen und dann halten sie den ganzen Tag. Ich liebe dieses Ding. Ich würde mir das immer wieder nachkaufen. Das ist das einzige Augenbrauengel, was ich mag. Wenn das aus dem Sortiment geht, zucke ich aus. Dann, das kann ich mir leider nicht nachkaufen, weil das ist ein Puder von Catrice, was Limited Edition war. Das sieht so aus. Die, die mich ganz, ganz lange schon schauen, wissen, welches das ist. Das ist von dieser Las Vegas LA damals von Catrice. Ich liebe dieses Puder. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass das schon so weit aufgebraucht ist. Weil ich glaube, ich werde das nicht mehr lange haben, leider. Das Positive ist, ich habe ganz, ganz viele andere Puder, die ich benutzen kann. Aber das Negative ist auch, ich weiß nicht, wie die sind. Und ich hätte irgendwie gern mal wieder eins von MAC. Ich habe noch eines von MAC, ein loses Puder. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie hätte ich wieder gern so ein festes von MAC. Aber ich muss mal überlegen. Weil ich habe jetzt noch die ganzen anderen und was mache ich damit? Also, ich muss erstmal die leer machen und dann kann ich mir eins von MAC kaufen wieder. Ja, was ich noch sehr, sehr gern verwendet habe, war das Fixing Spray von Makeup Factory. Das sieht so aus. Das mag ich wirklich gern. Ich habe es auch schon aufgebraucht. Das ist jetzt mein Nachfolger. Ich habe es mir sogar nachgekauft. Das benutze ich aber nur für die Arbeit. Klingt jetzt vielleicht blöd, weil ich habe das von MAC auch. Gehört eigentlich auch zu meinen Favoriten, habe ich vollkommen vergessen draufzuschreiben auf den Zettel. Warum steht das nicht? Nein, steht nicht da. Komisch. Wie ihr seht, gehört es auf jeden Fall zu meinen Favoriten. Das ist das aus dieser Limited Edition, wo ich die Verpackung so geil fand und was ich mir auch auf jeden Fall aufheben werde, ich messy. Das mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt mir sogar auch das nachgekauft, auch in derselben Duftrichtung Coconut, weil ich glaube, die bleiben im fixen Sortiment, diese Fixing Sprays mit den Duftrichtungen, was ich voll cool finde, weil das Coconut würde ich mir immer wieder nachkaufen. Das finde ich nämlich wirklich gut. Ja. Deswegen habe ich mir das auch wieder nachgekauft. Das Coole ist, ich habe es auch auf Instagram postet, weil ich auch mir das Lippenpeeling nachgekauft habe, beziehungsweise gekauft habe, aber da kommt noch ein MAC Haul demnächst online. Ich muss noch eine Sache kaufen und dann werde ich ein MAC Haul machen. Ja. Aber die beiden, also das, wenn ich, wie soll ich das erklären, ohne dass das blöd rüberkommt? Das benutze ich, wenn ich arbeiten gehe, weil ich halt mein teures MAC nicht benutzen will, was ja logisch ist. Und das benutze ich halt, wenn ich in der Freizeit mich schminke. Also wenn ich zum Beispiel heute habe ich es nicht verwendet, weil ich nur Videos drehe. Aber sonst, wenn ich fortgehe, gestern hatte ich es zum Beispiel oben, weil gestern war ich fort und gestern hatte ich es zum Beispiel verwendet. Ja, und das Make-up Factory benutze ich halt nur, wenn ich für die Arbeit was zum Fixieren brauche. Ich hoffe, ihr versteht es mich da und habe mich nicht falsch ausgedrückt. Dann, die ist leider schon leer, habe ich einen Favoriten für Jänner und Februar von Biotherm. Das ist die Everplump von Biotherm. Die finde ich so gut. Die Aquasus Everplump. Die ist so gut. Ich liebe den Duft davon. Und was es macht mit meiner Haut. Das liebe ich auch. Nur habe ich das Gefühl, dass sie mir manchmal zu wenig ist. Trotzdem liebe ich sie. Ich habe noch genug Pflege. Deswegen werde ich sie mir jetzt dabei mal nicht nachkaufen, weil sie ist ja leer. Aber die war im Jänner und im Februar auf jeden Fall ein Favorit. Und ich bin froh, dass ich noch ein paar Proben von der habe. Ja. Die mag ich echt gerne. Dann habe ich noch Fashion-Favoriten. Leider nur zwei. Was sich ändern wird. Nehme ich an. Schaut aus, als wäre das in Roman so ein Auto gewesen. Aber ich glaube, das habe ich mal einbildet. So, weiter geht's im Text. Fashion habe ich gern dran. Ein Tiki Max Kleid. Kennt sie sicher von irgendeinem Haul. Das ist ein ganz, ganz schwarzes Kleid. Das habe ich sehr, sehr gern tragen. Weil wir ja Jahrestag und so hatten. Da hatte ich das oft an. Und nicht nur am Jahrestag, sondern auch so auch oft. Leggings. Nur bei Leggings habe ich ein paar Probleme. Ich habe zwei, die passen mir nicht. Die habe ich mir vom Kolosseum gekauft. Eine, die rutscht mir runter und dann habe ich noch eine, die mir auch wegrutscht. Also ich verstehe das nicht, wo da der Fehler liegt. Essen habe ich nur Young Horse hingeschrieben und Brote. Ich hoffe, ich habe die Fotos. Wenn, dann kann ich es euch verlinken. Nicht verlinken, sondern einblenden. Ich hoffe, dass ich die Fotos noch habe. Also Young Horse, weil wir da ja am Geburtstag von Jan essen waren, dazu komme ich gleich. Und Brote, weil ich in der Arbeit immer so gern Brote esse. Das wisst ihr aber eh. Trinken. Jänner und Februar war eine riesengroße Kaffeesucht.
Und Tee habe ich auch stehen, was mich wundert. Und einen Eistee, der heißt, ich glaube, der ist vom Pfanner und heißt Ingwer-Zitrone. Den finde ich auch super. Das ist mein richtiges Suchtmittel. Leider habe ich zurzeit vergessen, mir einen zu kaufen, aber den mache ich auch sehr gerne. Sonstiges. Jan hatte Geburtstag im Jänner und ich bin extra, weil er musste arbeiten an dem Tag, ich bin Richtung seiner Arbeit gefahren und dann waren wir gleich im Younghaus essen danach. Ich habe sogar eine Torte besorgt, die wir gegessen haben. Ja, von Aida. Die war nicht günstiger, ne? Die war so teuer. Aber wurscht. Im Februar hatten wir dann Jahrestag. Habe ich da gefilmt? Ich glaube nicht. Oder habe ich? Pff, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Oder haben? Ich habe echt keine Ahnung. Ich muss mal checken, was auf meiner Kamera alles drauf ist. Wir hatten Jahrestag. Da waren wir essen, soviel ich weiß. Ja, wir waren unterwegs und danach waren wir essen. Ich weiß aber... Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen gefilmt. Ganz, ganz wenig. Pff, ich kann mich nie erinnern. Ich habe Alzheimer. Aber wir hatten dann Fasching in der Arbeit und ich bin als Burger gegangen. Echt geil, oder? Ich habe so ein Burgerkleid und ja, das war urlustig. Aber ich habe dann nach ein paar Stunden die Schnauze voll gehabt, in dem Kleid rumzulaufen, weil das ist unten sehr breit gewesen und ich hatte nach ein paar Stunden wirklich die Schnauze voll. Wenn ich schaffe, dass ich mein Namensschild verdecke, kann ich euch das Foto ja einblenden. Aber da hatte ich echt nach einer Zeit die Schnauze voll. Wirklich. Aber ja. Was soll's. Ja, aber das war lustig an dem Tag. Ist bei den Kunden auch gut angekommen. Ein kleines Kind hat auch gesagt, Mama, guck mal, da läuft ein Burger. Das war so lustig. Ja, das war's jetzt mit dem Video eigentlich. Ich weiß, es war relativ kurz. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr könnt es mir ja gerne mal schreiben, was bei euch so in den letzten 2 Monaten passiert ist. Ja, es waren die letzten 2 Monate, waren gar nicht so aufregend, wenn ich ehrlich sein soll. Aber ja, ist vielleicht auch gut so. Das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!